Guten Abend. Dieses Jahr hat Brasilien erlebt, was wir seit mehr als 20 Jahren nicht mehr gesehen haben. Eine Volksmasse ist auf die Straßen gegangen, um mehr Rechte zu fordern. Wer das Land nicht so gut kennt, kann mich fragen, warum beklagen sich so viel die Brasilianer? Also, es gibt keine Krise dort. Das Land ist wirtschaftlich erfolgreich und bekommt viele Investoren aus der ganzen Welt. Brasilien wird die Weltmeisterschaft 2014 und die Olympiaden 2016 ausrichten. Eine große Menge des Volkes ist von Armut zur neuen Mittelschicht während der Lula- und Dilma-Regierung aufgestiegen. Warum sind denn die Brasilianer so unzufrieden? In Brasilien ist der Schein immer wichtiger als der Inhalt. Dieses Jahr haben wir gefordert, dass die Masken abgeschafft werden. Nicht die Masken, die wir Demonstranten benutzen, denn sie sind notwendig, um zu atmen, wegen Pfeffer und Tränengas, die die Polizei so oft auf uns wirft, sondern die Masken unserer Demokratie. Dieses Jahr wurde es ganz klar, dass Brasilien noch weit entfernt von einer Demokratie ist. Die neue Mittelschicht ist so groß geworden, nur weil die Regierung die Kriterien geändert hat. Heute wird zur Mittelschicht gezählt alle Familien, die 291 Reais pro Person pro Monat verdienen. Das sind die Leute, die mit 92 Euro pro Monat überleben. Die Weltmeisterschaft und die Olympiaden sind als Ausrede benutzt worden, die Armen weg von der Stadt zu schicken. Tausende Familien sind aus ihren Häusern vertrieben worden, ohne eine zufriedenstellende Alternative, um Platz für Parkplätze und Autobahnen zu schaffen. Dazu kommt noch ein wichtiger Grund, warum wir auf die Straßen gegangen sind. Die Stadien wurden mit öffentlichem Geld renoviert und an private Firmen vergeben. Zufällig die Firmen, die am meisten Geld für die Wahlwerbung der Bürgermeister, Gouverneure und Präsidenten gegeben haben. Die Preise der Tickets sind jetzt so hoch, dass das Volk kaum Karten kaufen kann. In der Eröffnung des Confederations Cups war kein schwarzhäutiger Mensch in den Tribünen zu sehen. Und das in einem Land, wo die Mehrheit schwarzhäutig ist. Wir dürfen natürlich die Sicherheit nicht vergessen. Mit so vielen sozialen Problemen ist Brasilien ein gefährliches Land. Aber was wäre die Lösung dafür? Die Favelas haben die UPPs bekommen. UPP auf Portugiesisch heißt Unidade de Polícia Pacificadora, also die Friedenspolizei. Aber man kann das auch nennen Unidade de Polícia Pacificador, also die wehtuende Polizei. In Rocinha ist ein Bauarbeiter verschwunden. Wo ist Amarildo, haben wir auf den Straßen gefragt. Es wurde herausgefunden, Amarildo wurde von Polizisten gefoltert und totgeschlagen, in einem Zimmer in der UPP von Rocinha, die größte und überwachteste Favela Rios. Das war nicht der einzige Fall. Jährlich sind tausende Amarildos durch die Hände dieser militärischen Polizei verschwunden. Das Verkehrssystem ist auch einer der größten Gründe der Demonstrationen. Man bezahlt zu viel, um zu wenig zu bekommen. Bus, U-Bahn und Fähre sind von Mafias kontrolliert. Mafias, die sehr enge Verbindungen mit Politikern haben. Es gibt Leute, die mehr als 4 Stunden jeden Tag auf dem Weg von zu Hause nach der Arbeit verbringen. Die Weltmeisterschaft und die Olympischen Spiele werden in Brasilien stattfinden. Aber das brasilianische Volk wurde nicht eingeladen. Die Armut muss jetzt versteckt werden und die Menschenrechte haben da keinen Platz. Ich könnte noch viele Gründe für die Demo sagen. Also wenn ich Geld für die Schule, für öffentliche Krankenhäuser, der Kampf gegen Homophobie, die überfüllte Gefängnisse, die Korruption, der Bau des Wasserkraftwerks in Belo Monte und die Missachtung der Natur. Auf den Straßen wurden wir von der militärischen Polizei empfangen. Die Antwort unserer Politiker war ganz klar, Polizei statt Politik. Dilma hat schon an Bürgermeistern und Gouverneuren angeboten. Die Armee wird nächstes Jahr bei den Demos einschreiten. Der Schrei, den man dieses Jahr am meisten gehört hat,
war noch weiter vorne, also auf Portugiesisch, es wird keine Weltmeisterschaft geben. Wegen dieses Streits sind unsere Politiker und unsere Medien ängstlich, denn es geht um eine Sache, die ihnen sehr lieb ist, das Geld. Aber No Weiter Coco ist mehr als das. 2013 sollte das Jahr des Confederations Cup sein. Es wird aber als das Jahr der Demonstrationen für immer in die Erinnerung eingehen. Das Volk hat die Hauptrolle unserer Gegenwart an sich gerissen. Und wir schreien weiter. No Weiter Coco. Es kann sein, dass 2014 die Fußballspiele in Brasilien stattfinden. Ist eigentlich egal. Mit oder ohne Weltmeisterschaft ist 2014, so wie 2013, ein Jahr, wo wir selbst unsere Geschichte schreiben werden. Wir werden jetzt sehen, wie die brasilianischen Medien die Demos gezeigt haben. Und das sind die gleichen Medien, die die 20 Jahre lange Militärdiktatur unterstützt haben. Alle die Wörter, die sie sagen, sind Synonyme für eine Sache, das Versuch, die Gewalt von der Polizei zu rechtfertigen und nicht in Frage zu stellen. Esses atos de vandalismo são uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Atos de vandalismo nas manifestações. Depredações e vandalismo. 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 Cenas de vandalismo. 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 Vândalos. Vandalismo. Vândalos. Vandalismo. Organizações internacionais. Vandalismo. Favela de uma bagunça. Depredações. Quebra-quebra. Depredação. Depredação. Depredaram. Quebra-quebra. Depredações. Quebra-quebra. Depredação. Quebra-quebra. Depredação. 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 Destruição. Destruição. Destruída. Depredações e destruição. Destruição. Mais destruição.